Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Mein Name ist Joblob. Herzlich willkommen zur siebten Mission unseres Let's Play Siedler 7. Hey! Ja, wir sind endlich an dem Punkt angekommen, wo man die Schwierigkeitsstufe auf schwer stellen kann. Hervorragend. Wir sind heute in Ninrod und müssen wahrscheinlich gegen Rowan kämpfen. Es geht um ein Observatorium, das man hier auf der Karte sehen kann. Ein strategisch wichtiger Punkt und wir schauen mal rein. Mal gucken, was passiert. Oh, sie haben ihn gefasst. Jetzt kann sie endlich feiern. Aha, der niederträchtige Handlanger des Lords. Nicht ich bin niederträchtig, sondern ihr. Ich kämpfe für die Ehre. Für die Ehre? Ihr seid doch bloß ein kleiner Dieb. In euch ist kein Funken Anstand. Immerhin sorge ich mich um mehr als um meine eigene Krone. Doch nur, wenn man euch nie so viel Ehre entgegenbringen würde. Was für euch Ehre ist, ist für mich Habgier. Ihr nennt mich habgierig? Wollt ihr denn nicht selbst Tandrien regieren? Ich bin hier geboren. Ich kämpfe lediglich für mein Land. Tandrien ist meine Heimat. Und das wird euer Grab sein. Hinfort mit ihm! Mir kommt er sehr ehrenvoll vor. Und ich glaube, sie ist stutzig geworden. Die Freude von Sues Sieg über Dracurian hielt nicht lange, denn seine Schwester wollte ihn nicht kampflos aufgeben. Oh, Schwester. Schlamm catchen, Schlamm catchen. Mit Haare ziehen, bitte. Und Öl. Lassen wir das. Okay, das ist also die Schwester von Dracurian, Rowan. Wir spielen wieder um Siegpunkte. Yay. Ich mag Siegpunkte. So, schauen wir doch mal, was uns da erwartet. Sturm über den Auen. Ja, sieht eher so aus, als würde ich aus den Auen rauskommen. Vielleicht meinen sie die Flussauen. Ja, doch, ich denke schon. Schauen wir mal. Oh, Berge. Schön. Jenseits der Berge. Oh. Ja, da ist das Auenland auf jeden Fall. Das ist ein Observatorium. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ja, die Auen habe ich offensichtlich schon gefunden. Denn da steht ja schon mein Wohnwagenschloss. Hervorragend. Wie gefällt euch das Design? Ich habe euch schon mal gefragt. Mit den Spitzen und so. Ha? Boss, die ganzen Türen. Stimmt es, dass Dracurians Schwester einen Angriff plant? Ich fürchte ja, Prinzessin. Rowin will ihren Bruder befreien. Ist sie eine Bedrohung für uns? Nur wenig ist bekannt. Man sagt, sie sei eine größere Kriegerin als ihr Bruder. Wie und trotzdem unbekannt. Sie besiegen? Okay. Sie versucht, diese Gegend hier einzunehmen, um eine heftige Attacke zu starten. Ich schlage vor, wir untergraben ihren Plan und schlagen sie zurück. Dann soll das der Plan sein. Hm. Oh, und Boss? Was Dracurian sagte, ich bin doch nicht etwa habgierig, oder? Natürlich nicht, Prinzessin. Er versucht nur, euch zu irritieren. Hm. Danke, Boss. Ohne euch wäre ich verloren. Nein, nein, bitte. Es ist mir ein Vergnügen. Sie ist habgierig wie Sau. Und sie hat es vielleicht sogar erkannt. Lasst meinen Bruder frei, oder ihr bekommt meine Klinge zu spüren. Die Wahl liegt bei euch, Prinzessin. Die hat auch Haare auf den Zehen. Passt besser auf, Milady. Rowin ist blind vor Wut. Das ist doch gut, wenn sie blind ist. Mit Sicherheit wird sie alles daran setzen, ihren Bruder zu befreien. Soll sie doch. Seid gewarnt. Eure Hauptstadt ist für sie in greifbarer Nähe. Gebt besonders Acht auf die Stadt, da ist in der Dracurian gefangen gehalten wird. Okay. Ich habe mal wieder nichts von Anfang an. Das mag ich. Das finde ich hervorragend. Diesmal werde ich ein bisschen, hoffentlich, mehr Fisch haben. Hier geht's weiter. Weiter. Unglücklicherweise gibt es in dieser unwirtlichen Gegend kaum Bäume. Ihr werdet selbst welche pflanzen müssen. Also ich sehe Bäume. Beauftragt einen Förster. Er wird für ausreichend Bauholz sorgen. Aber ich mag Förster. Wo keine Wälder sind, gibt es auch kein Wild zum Jagen. Ja, das stimmt. Aber das soll jetzt nicht unsere Sorge sein.
Also wenn man den Holzbestand in Wildbestand abholzt, könnt ihr einen Schweinezüchter nutzen. Dann gibt es da kein Wild mehr. Er wird die beste Wurst erzeugen, die ich jemals gegessen habe. Baby, Schweinereien. Endlich kann ich eine Schweinerei bauen. Hervorragend. Schauen wir mal, schauen wir mal. Darauf habe ich gewartet. So, das erste, was ich mache, ist gucken, was habe ich hier? Kein Fisch. Hier unten ist befestigt, da komme ich nicht ran. Hier sind nur drei Truppen. Ich habe nur drei Truppen. Oi, 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 oi. Also, wie es im Moment aussieht, das hier ist ihr Land. Hier kann sie hinkommen. Und dann kann sie über diesen befestigten Sektor mich angreifen. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass wenn ich meine Festungsmauer hier hochziehe, dann kann sie nicht wirklich was machen. Alles klar, Köhlerei habe ich auch. Läuft, läuft. Okay, also Priorität 1, Festungsmauer. 20 Holz habe ich. Das Ausbauen kostet 9. Da muss ich auf jeden Fall erstmal für Holz sorgen. Ich hatte hier Fleisch gesehen, richtig? Ne, nur Holz und Steine. Aber Holz und Steine sind okay. Das heißt, da werde ich mich als erstes drum kümmern. Die werde ich hier oben hinbauen, meine Holzproduktion. Und zwar einmal hier hin. Ist jetzt ein bisschen weit weg. Aber das ist nicht schlimm. So, und zwar möchte ich dann gerne hier einen Holzfäller hinbauen und hier oben den Förster. Damit die Bäume eher in diesem Bereich gepflanzt werden. Dann ein Lagerhaus dazu. Das sollte von alleine laufen. Steine habe ich hier unten. Da kümmere ich mich als nächstes drum. Ja, ist ein bisschen blöd gemacht, dass ich hier nichts hinsetzen kann. Kann ich hier ein Lagerhaus hinsetzen? Ja, das ist hervorragend. Okay, dann habe ich da schon mal den Stress weniger. Ich werde nachher hier eins hinbauen. Das heißt, ich sollte das nächste Lagerhaus ungefähr hier hinbauen. Und dann kann ich die Berghütte da hinsetzen. So, Grundbedürfnisse, Grundbedürfnisse. Holz und Steine, damit kann ich mich auf jeden Fall absichern, wenn ich erstmal die Festungsmauer hier aufgebaut habe. Dann läuft alles andere von alleine. Ich weiß aber auch nicht, auf was sie spielt. Da wollen wir mal gucken. Noch kein großes Gebäude im Bau. Okay, das ist gut. Ich muss wissen, ob sie handelt oder sonst irgendwas. Von hier oben kann sie nicht runter. Da gibt es keine direkte Verbindung. Trotzdem ein bisschen beängstigend. So, das habe ich, das habe ich. Jetzt sollte ich auf jeden Fall ein paar Wohnhäuser bauen. Das wird gleich wichtig für meine Produktion von Brot bzw. Bier. Die kann ich hier daneben setzen. Ne, da kann ich kein Lagerhaus hinbauen. Ich setze es hier hin. Beziehungsweise ich werde erstmal ein Werkzeugschmied bauen. Werkzeugschmied. Hatte ich letzte Episode schon erklärt. Werkzeugschmied. Immer auf bessere Verpflegung und auf Nachbedarf. Streng geheimer Geheimtipp. Euer Förster wird dieses karge Land im Handumdrehen. Ist doch fruchtbar, in einen dichten Wald verwandelt. Sehr schön. Ja, ich muss aufpassen, dass ich das Ding jetzt gleich auf Nachbedarf stelle. Das ist sehr, sehr wichtig. Kommt natürlich vom Arsch der Welt, ja. Der Siedler. Okay, Holz habe ich, Steine habe ich, Fisch habe ich nicht. Aber das ist nicht dramatisch. Ich könnte auch versuchen, den befestigten Sektor hier einzunehmen. Wenn ich den mit Gelehrten einnehme, dann stehen die Holztürme bereits. Aber ich glaube, ich möchte lieber, dass sie ihre Soldaten da zerschellt. Die hat hier 1, 2, 3, 4 Sektoren insgesamt. Und hier hinten ist ein ganzer Arsch voll. 4 Siegpunkte braucht man. Und es gibt gar nicht so viele. Bevölkerungsbelohnung. Die habe ich im letzten Spiel komplett ignoriert. So, Steine, Bretter oder Werkzeuge? Schwere Frage. Also Werkzeuge sind eigentlich immer das Beste, was man dann nehmen kann. Aber ich glaube, in diesem Fall sind auch Werkzeuge das Beste. Oh, 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 Nachbedarf. Der hat jetzt schon meine erste Verpflegung komplett zunichte gemacht. Scheiße. Verkackt. Ja, sehr ärgerlich. Da habe ich nicht aufgepasst. Aber nicht weiter schlimm. Das läuft gleich schon alles an. Das Wichtige ist ja erstmal, dass ich Steine und Bretter habe, um das Ganze auszubauen. Ich werde jetzt hier direkt eine zweite Holzproduktion hinsetzen.
Einfach weil ich es kann. Und zwar an diese Spitze. Damit es auch schön symmetrisch ist. Und ich möchte ganz gern den Weg hier anschließen. Und zwar so. Hervorragend. So. Warum hier? Ja, ich kann jetzt hier ganz einfach einen Holzfäller hinsetzen. Hier noch einen Förster. Und hier noch ein Sägewerk. Das heißt, die Bäume werden in erster Linie in dieser Region komplett angepflanzt. Und die Holzfäller können es ganz in Ruhe abbauen. Das ist auf jeden Fall hervorragend. Hier noch ein Lagerhaus hin. Um die Infrastruktur, dass das Ganze vernünftig vernetzt ist, kümmere ich mich später. Erstmal wichtig, dass ich die Basics habe. Ich glaube, ich habe nur eine bessere Verpflegung verheizt. Bin mir aber nicht sicher. So. Ja, Holz und Stein passt erstmal. Oh Gott, die greift da unten jetzt schon an. Ich sollte auf jeden Fall schnell ausbauen. Die nächsten Bretter müssen auf jeden Fall da reinfließen. Wenn ich das erstmal verholzt habe, ja, dann passt das. Wobei ich danach natürlich auch wieder 10 Bretter und 10 Steine brauche, um das Ganze, um die Kirche zu bauen für mehr Prestige. Aber ich habe keinen Stress, ja. Sie kann Metropole kriegen, sie kann Feldmarschall kriegen. Der spezielle Sektor. Welcher ist das? Hier unten. Alles klar, da kommt sie nicht dran. Also, königliches Observatorium könnte sie theoretisch machen. Sonnenkönig, Metropole für. Ja. Sonnenkönig und Feldmarschall. Also die kann 4 Siegpunkte kriegen. Wenn ich einen davon sicher habe, das wäre in diesem Fall Sonnenkönig, kann sie nicht gewinnen. Solange. Oh, was macht ihr? Die kämpft hier echt weiter. Mann, ist die Aggro drauf. Ich hoffe, das wird hier schnell genug fertig. Das kann sonst ziemlich schnell in die Hose gehen. Oh, oh. Ja, wir wollten ja Spannung, nicht wahr? Die hat aber echt schnell jetzt auch Militär gebaut. Und mein lieber Scholli. Die hat jetzt schon 2 Sektoren eingenommen. Es waren zwar keine starken Sektoren, ne? Aber jetzt schon 11 bei einer Spielzeit. Oh, ich hab langsam gespielt. Bei 10 Minuten. 2 Sektoren eingenommen und dann noch 11 Soldaten, beziehungsweise 10 über. Die wird den Turm platt kriegen. Ich kann hier im Moment nichts machen, weil der Turm hier im Weg ist. Aber wenn sie hier reingelaufen ist und sie hat nur noch wenig Soldaten über, könnte ich es theoretisch einnehmen. Aber ich glaube nicht, dass sie weniger als 3 Soldaten haben wird. Vor allem, weil sie hier noch 5 Pikiniere hat. Die bleiben so oder so über. Egal, ob sie gewinnt oder verliert. Okay. Ja, wie sieht man mein Ausbau aus? Alles klar, wird ausgebaut. Hervorragend. Da brauche ich mir erstmal keine Sorgen drum machen. Ich möchte es natürlich möglichst schnell zu Stein machen. Ausgebaut. Dazu brauche ich auf jeden Fall viel Zeug. Was ich als erstes mache aber ist, hier eine Holzfällerhütte hin. Damit diese ganzen scheiß Bäume, die hier im Weg sind, mal abhauen, mal weggehen, nie wieder kommen. So, trotzdem kann ich hier schon mal anfangen und Getreidefelder bauen, denke ich. Wie ätzend das ist, dass der Baum da im Weg ist. So passt das aber ganz gut. Ein bisschen wenig Platz. Hier wäre mir ganz lieb. Kann ich vielleicht irgendwie... Das ist wieder zu weit. Also hier wäre optimal. Ja, der Baum wird ja gleich weggehen. So, da einmal vernetzen. Vergüntern. Das kann ich schon hier hinbauen. Hier kann ich schon anfangen mit Getreide. Ja, wie gesagt, ne? Da habe ich erstmal wenig Angst. Die hat jetzt noch 5 Soldaten über. Wenn ich jetzt natürlich ein paar Soldaten gebaut hätte, ne? Dann könnte ich darüber rollen. Und dann könnte ich den Sektor einnehmen. Den Sektor hier einnehmen. Der ist noch nicht befestigt. Aber das ist ein bisschen cheesy, ja? Die ist ja so programmiert, dass sie wahrscheinlich schnell hier hinrennt. Okay, sie hat 2 Siegpunkte. Ja, bis sie Sonnenkönig und Feldmarschall hat. Feldmarschall kriegt sie relativ schnell, Sonnenkönig auch. Ja, muss ich ein bisschen aufpassen. Ich sollte also gucken, dass ich jetzt demnächst die Kirche anstrebe. Ich brauche aber auf jeden Fall mal ein paar Wohngebäude.
Ich werde gleich eh welche bauen müssen für meine Produktionsgebäude, aber trotzdem zwei zusätzliche kann hier nicht schaden. Und ich sollte gucken, dass ich Lagerhäuser an den Knotenpunkt baue. Sehr, sehr wichtig. Vor allen Dingen für das Holz. Na, dass das da vernünftig abtransportiert wird. Unerlässlich quasi. So, das sieht doch schon wesentlich besser aus. Ja, also wie gesagt, für die zwei weiteren Felder, die hier an den Bauernhof rankommen, da muss ich erstmal warten, bis der Holzfäller hier ein paar Bäume abgefällt hat. Aber das geht relativ schnell. Ich werde viele Getreidefelder brauchen. Deswegen werde ich hier noch drei weitere hinsetzen. Die brauchen halt immer ein bisschen Platz ringsrum. Ich will sie ja nicht direkt an die Straße setzen, aber vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Lagerhaus. Hier passt noch eins hin. Das ist besser als das. Abbrechen. Dann kann ich hier tatsächlich drei Getreidefelder nochmal dran setzen. Oder zwei Schweine zuchten. Ich habe echt wenig Platz hier. Aber ich glaube, ich baue lieber Getreidefelder hier hin. So. Erstmal jetzt hier vernünftig Getreide zu produzieren. Okay, da werde ich mich hier oben für die Weiterverarbeitung von dem Getreide einsetzen. Wenn ja nicht die ganzen bescheidenen Bäume wären, dann wird das auch ziemlich easy gehen. Also, ich möchte gerne das hier hinbauen, dass da noch ein bisschen Platz ist. Hier einmal die Verbindung ran. Und hier das Lagerhaus ran. Und zwar möchte ich hier dann ganz gerne später zwei Schweinezuchten dran setzen. Ja, nee. Das ist Blödsinn, wenn ich dann eine Mühle dran baue. Schweinezucht auf jeden Fall. Und wenn ich dann eine Schweinezucht hinbaue, dann brauche ich auf jeden Fall auch einen Boden. Lasst meinen Bruder frei. Oder ihr lernt mich kennen. So, Schweinezucht. Okay, ich habe jetzt vergessen, ne? Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Wenn sie Feldmarschall kriegt, ist das Spiel vorbei. Schweine brauchen keinen Platz, die brauchen nur Wasser und Stroh. Ich werde dann hier ein Feld nutzen und hier die Getreidemühle hinbauen. Da ist eh nicht viel Umland. Der Grund, warum ich das nicht an denselben bauen möchte, ist, weil ich die Schweinezuchten später mit großer Verpflegung laufen lassen möchte. So dass halt dreimal so viel Fleisch produziert wird. Da mache ich jetzt ruhig schon mehrere. Und ich werde viel Platz hier für Wohnhäuser brauchen. Mal gucken. Ich habe es befürchtet. Okay, aber so passt es auch. Werde ich hier eine Fleischerei hinsetzen. Da eine Fleischerei dran. Da eine dran. Und da eine dran. Das wird also quasi mein Fleischdepot. Okay, Getreide habe ich genug, Fleisch habe ich genug. Ja, ich brauche jetzt ganz dringend, ich brauche alles ganz dringend. Aber vor allen Dingen brauche ich ganz dringend jetzt eine, bevor sie ihre Soldaten voll hat, eine Kirche. Dazu brauche ich zwei Prestige-Objekte. Steine habe ich genug, das passt. Ernsthaft, kann ich hier keine Prestige-Objekte dran bauen? Ich möchte eigentlich ganz gerne die Kirche hier hinsetzen. Dann baue ich sie einfach hier oben ran. Ich brauche da nicht viel Platz. Aber ein bisschen brauche ich. Es muss vor allen Dingen auch nicht später gut vernetzt sein. Ist da keine Straße? Tatsächlich nicht. Gute Planung. So, dann baue ich vorsichtshalber hier schon mal die Straße hin. Da kann ich dann zur Not auch noch mehr Prestige-Objekte setzen. Wobei ich sie erstmal nicht einholen kann. Oh, den wollte ich eigentlich da gar nicht hinsetzen. Egal. So. Ich habe noch keine Bierbrauerei. Das werde ich auch mit an die Stelle setzen. Und auch noch keine Bäckerei. Das muss hier auch noch mit dran. Ja, ich werde es, glaube ich, hier oben hinsetzen.
Hier einmal die Straße lang ziehen. Hier hin. So, davon werde ich jeweils nur ein Ding bauen, glaube ich. Das passt so gut, ne? Na gut, überredet. Also werde ich zwei Bäckereien bauen und eine Bierbrauerei. Und zwar so. Dann haben die oben hier noch ein bisschen Platz. Die Holzfäller quasi. Hier kann ich dann noch ein Lager hinsetzen. Hier ist noch Platz für die dritte Schweinerei. So, was ganz wichtig ist, was ich jetzt noch nicht gemacht habe, weil ich erstmal ein bisschen Verpflegung brauchte. Das, das und das. Das wird jetzt ein Weilchen dauern, bis das erstmal soweit anläuft. Aber wenn es anläuft, dann knallt's. Ne? Hier würde ich ganz gerne noch zwei Metzgereien dran setzen. Das sollte machbar sein. So. Ja, ungefähr gleich lang brauchen die. Also braucht ungefähr so lange ein Schwein aufzuzüchten, wie die Metzgerei braucht, um das dann weiter zu verwursten. Das heißt, wenn ich hier jeweils drei produziere, dann brauche ich mindestens sechs. Okay, soweit der Plan. Habe ich schon die Verpflegung hochgestellt? Ja, habe ich. Alles klar, das läuft. Kirche wollte ich noch bauen. Die baue ich dann hier oben hin. Obwohl, oder hier hin. Ich glaube, zwei Schweinereien reichen erstmal. Da habe ich leider nicht viel Platz, um jetzt noch Prestige dran zu bauen, ne? Aber ich kann auch relativ viel Prestige forschen. Das passt dann schon. Ja, also die Schweinerei hier kann ich knicken, aber ein bisschen Prestige wenigstens. So, mal gucken, wie es aussieht. Wie weit ist der Feldmarschall noch weg? Oh, die produziert auf jeden Fall wieder. Die hat jetzt sechs. Es sieht jetzt so aus, als würde ich total verlieren. Aber eigentlich läuft es richtig gut. Ich brauche vor allen Dingen... Okay, die nimmt den Sektor hier oben noch ein. Ich brauche vor allen Dingen das Prestige, um auch meine Steinmauern hier zu bauen. Solange ich hier Holzmauern habe, ist das Ganze schwer. Aber Steinmauern... mit Kanonieren ist schon fast unmöglich. Mal gucken, was sagt denn die Forschung? Okay, ich kann nur die sechs Standarddinger bauen. Schade, schade. Hier gibt es immer Ballistik und an dieser Stelle, glaube ich, waren starke Mauern. Und hier, glaube ich, Spionage. Oder waren hier die starken Mauern? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, das wäre ziemlich awesome, wenn ich starke Mauern hätte. Okay, mal gucken. Brot geht langsam zur Neige. Das sollte auf jeden Fall aber gleich funktionieren. Ja, der Holzfäller hat alles abgeholzt. Das ist auf jeden Fall hervorragend. Danke für die Hilfe. Mach's gut. Tschüss. Das ist immer wichtig, um das Gebiet dann ein bisschen freizukriegen, dazwischendurch mal so einen Holzfäller hinzusetzen. Wenn ihr eure Produktion schon so weit dann, ne, abgesichert habt, dass ihr oben hier, also dass ihr auch Förster habt, damit das auf jeden Fall unendlich weiter produziert, dann läuft das. So, ich werde gleich mal sechs bauen. Und zwar möchte ich als erstes das hier holen. Dazu brauche ich 1, 2, 3 Prestigestufen. Das reicht mit sechs Novizen. Wenn sie den Feldmarschall jetzt auch noch hat, dann kann ich ihr Metropole auch noch wegnehmen. Das ist gar nicht so dramatisch. Sonnenkönig wird da eher schwierig. Wobei, wenn ich jetzt erstmal am Forschen bin, dann klappt das auch. Imperator kann ich hier nicht wegnehmen. Feldmarschall auch nicht. Also entweder Metropole oder Sonnenkönig. Schauen wir mal, schauen wir mal. Mach bitte einmal Pling. Vorführeffekt. Bier leer. Scheiße. Ja, die Holzfäller sind hier am Blinken, weil die ein bisschen schneller sind als die Forsthütten. Aber das ist nicht weiter dramatisch. So, als erstes Prestige. Wichtig. Ja, Steine habe ich jetzt nur noch 25. Hier ist fast nichts mehr. Aber sobald ich...
Sobald ich hier runterkomme, hier ist ein Goldbergwerk, hier ist Eisen, da ist noch mehr Gold, da ist Kohle. Sobald ich hier runterkomme, und das ist alles nicht wirklich schwer einzunehmen, hier muss ich nur ein bisschen mehr investieren, kann ich Geologen bauen, kann meine Steinvorräte komplett absichern. Holz habe ich komplett abgesichert. Wenn ich Eisen habe, dann kann ich auch Werkzeuge absichern, beziehungsweise ich kann zur Not immer noch mein Bier in der Taverne umtauschen gegen Gold und das Gold gegen Werkzeuge. Das ist nicht wirklich gut. Effizient, wollte ich sagen. Aber es passt schon, ne? So, ich brauche auf jeden Fall mindestens noch zwei, aber besser nochmal 1, 2, 3 mehr. Trostpreis. Ja, man kriegt Trostpreise, wenn man hinten liegt. Auch eine sehr geile Sache. Die Trostpreise sind sehr, sehr stark. Mal gucken, was sagt mein Fleisch, was sagt mein Mehl. Ja, das ist das, was ich haben möchte. Trostpreise kriegt alle 30 Minuten, glaube ich. Derjenige, der von den Siegpunkten her hinten liegt. Eine neue Technologie erforscht. Das heißt, es hat sogar Vorteile, hinten zu liegen, weil die Trostpreise halt so unglaublich stark sind. Müsst ihr überlegen, ne? Das sind 15 Wurst, die ich jetzt quasi kriege. Und ne? Auch nochmal ein bisschen Brot dabei. Das ist auf jeden Fall geil. Vor allem, weil ich zwei Bäckereien habe. Da produziert meine Mühle auf jeden Fall nicht genug. Aber wenn ich jetzt hier noch 15 Mehl habe, dann läuft das. So, und ich kann langsam auch meine bessere Verpflegung für wichtige Sachen einsetzen. Das hier ist auf jeden Fall gut angelaufen. So, ich wollte auf jeden Fall noch was mit Prestige forschen, damit ich meine Steinmauern habe. Und ich habe dann 6 plus 3, 9. Also sollte ich nochmal 9 machen. Also insgesamt 11. So. Ja, das kostet jetzt meine komplette kleine Verpflegung. Aber weil ich so viel Wurst habe, stelle ich das mal ganz kurz hoch. Bier ist nicht das Problem, wenn ich das richtig... Doch, Bier ist das Problem. Stelle ich das auch einmal ganz kurz hoch. Weil ich werde jetzt viele, viele Geologen brauchen. Hoffentlich kann ich dieses Level meine Lagerhäuser ausbauen. Das wäre ein Hit. Weil, na, staut sich. Straßen konnte ich letztes Mal schon ausbauen. Aber ich brauche erstmal Prestige. Prestige kriege ich jetzt noch eine Stufe dazu. Jetzt noch eine Stufe dazu. Und danach kann ich durch Sektoren, ne? 5 Sektoren sind 2 Prestige-Stufen. Oder halt zur Not durch Anbaufelder. So, wie sieht es denn bei ihr mit Sonnenkönig aus? Die bauen halt immer, sie sind relativ schnell am Anfang, ne? Die bauen, haben jetzt schon, die hat jetzt schon Prestige-Stufe 7. Aber... Sie baut da nicht wirklich weiter. Wenn man sie dann einmal überbietet hat. Also die ist nicht so schlau, dass sie dann halt mir den Siegpunkt wieder wegnehmen würde zum Beispiel. Wunsch. Eure Geistlichen haben eine Technologie. Aber sie hat halt hier erforscht. Ihre Kaserne ausgebaut, ne? Damit sie die nötigen Sachen machen kann. So. Steinwände direkt hochziehen. Weitere 3. Ja, jetzt ist die Frage, gehe ich zuerst auf die Forschung? Ja. Schweinezüchter, nur noch 45% der normalen Produktionszeit, das heißt, sie arbeiten doppelt so schnell. Ja, ja. Weil meine, ne, Wohnhäuser kommen, also meine Metzgereien kommen da auf jeden Fall gut mit. Es wird später noch eine Forschung geben, die alle angeschlossenen Arbeitsgebäude, also alles, was an Wohnhäuser ist, die Produktionszeit da verbessert. Im Moment gibt es das noch nicht. So, wenn ich das aber erforsche, dann sollte ich das erfolgreich in der Forschung einer neuen Technologie. Na, ist egal, erstmal. Okay, also. Steine sind jetzt leer. 33 habe ich noch. So. Ja, das läuft aber. Packen wir nochmal ein paar mehr drauf. Und forschen das und das. Und jetzt kümmere ich mich ums Expandieren. Meine Burgmauer wird hoffentlich jetzt gleich ausgebaut. Meine Steine sind noch nicht da, aber... Ja, doch, die ersten 5 sind gerade in dem Moment angekommen. Und jetzt kann ich ganz in Ruhe das hier besiedeln. So, was haben wir denn hier? 6 Gelehrte. 7 Gelehrte. Das ist okay. Wohnhausmangel. Interessant, interessant.
Ich habe noch Prestige über. Was kann ich denn machen? Technologie wurde von eurem Geist Waldrodung ist praktisch. Aber erstmal nicht essentiell. Beendet. Deswegen gehe ich erstmal nach hier unten hin. Was mich jetzt interessiert ist, kann ich diese beiden Dinger machen oder nicht? Lagerhaus. Okay, das arbeitet jetzt nicht, weil es voll ist. Das heißt, ich packe das mal auf jeden Fall auf keine Verpflegung. Und das auch. Bier habe ich nur 6, aber es reicht trotzdem, um einen Sektor einzunehmen, immerhin. Ja, wenn meine Gelehrten gleich angekommen sind, dann habe ich auf jeden Fall wieder Wohnraum. Aber ich möchte natürlich trotzdem für die Zukunft vorsorgen. Eure Geistlichen haben eine Technologie erforscht. Dachte ich zumindest, dass dann die Bevölkerung weggeht, die sie verbrauchen. Vielleicht auch nicht. So oder so kann der Wohnraum nicht schaden. Könnte jetzt ein bisschen over the top sein, aber ich werde es später eh brauchen. So. Die Bäume in dieser Gegend sind jetzt auch abgefällt. Das ist hervorragend. Ich möchte jetzt möglichst schnell hier expandieren. Senden. Und zwar hat die 1, 2, 3, 4, 5 Sektoren. Sobald ich 6 habe, kann sie nicht mehr gewinnen. Das ist also mein Ziel. Erstmal verhindern, dass sie gewinnt. Und dann kann ich weiter gucken. Dazu sollte ich auf jeden Fall nochmal 13 davon bauen. Und ruhig noch ein bisschen Wurst in meine Brauerei rein und räumen. Bessere Verpflegung. Und auch ruhig da noch ein bisschen Wurst rein. So, ich möchte jetzt gleichzeitig ganz gerne Prestige haben. Ich kriege jetzt gleich Prestige dazu, weil ich den einen Sektor einnehme. Aber nur 2, deswegen habe ich jetzt 3 Objekte gebaut. Dann läuft das. Ja, ich habe jetzt am Anfang sehr lange gebraucht. Aber jetzt geht es auf einmal gleich ziemlich schnell. Na, 18 Brot schon da. Eure Truppen haben einen Außenposten. So, ja, Lagerhausausbau. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Damit können wir unsere kompletten Staus alle beseitigen. Und wir können Sachen einlagern. Das ist hervorragend. Mal gucken, wo staut sich's noch. Wir werden sie später eh alle ausbauen. Aber erstmal natürlich die wichtig, die an den überproduzierenden Gebäuden dran sind. Zum Beispiel auch das hier oben. Da sind, werden die Bretter eingelagert. Genau wie in dem hier oben. Ist gar nicht so wild. So, weitere Rekruten. Das heißt, ich werde einfach weiter expandieren. Und zwar ohne überhaupt meinen General zu bewegen. Hervorragend. Ja, hier sind auch 6 im Bau. Bier läuft jetzt gleich wieder. Das heißt, ich packe das mal auf 12. Ihr Gebäude wurde ausgebaut. Ist gerade einer fertig geworden? Ja. Noch einer? Ja. Noch einer? Ja. Perfekt. Ja, das ist nämlich nicht ganz einfach zu sagen, weil die Zahl hier geht einen runter von den Rekruten, die man ihr produziert, bevor der eigentlich Gebäude rekrutiert ausgebaut wird. Okay, ja, das Phänomen. Ne? Jetzt habe ich hier überall großes Essen reingestellt und trotzdem schießt die Zahl noch in die Höhe. Das ist, weil alles erstmal anlaufen muss. Was sagt denn meine Überproduktion? Mehl produziere ich nicht über, Fleisch auch nicht, das ist wichtig. Ein bisschen Getreideüberschuss ist nicht dramatisch. Gebäudeausbau fertiggestellt. So. Hier, das bin ich gerade am Einnehmen. Wie sieht denn das hier unten aus? Nur 3, das nehme ich mit. Zack. So, danach werde ich auf jeden Fall hier oben einmarschieren. Das kostet auch nur 6. Und danach hier. Das kostet auch nur 6. Also weitere 6 Novizen. Oder 12. Oder einfach 300. Läuft bei mir. Ja, ich hätte hier doch den Platz noch lassen sollen für eine weitere Schweinerei. Eure Truppen haben einen Außenposten eingenommen. Ja, ich kriege jetzt auch Eroberungsbelohnung, ne? Für jeden Sektor. Was nehme ich, was nehme ich? Holz und Steine ist eine Möglichkeit. Meistens ist es besser, Werkzeuge zu nehmen.
Werkzeuge immer scheiße zu produzieren sind. Wobei es geht, ne? Ich könnte jetzt auf 15 produzieren. Ich glaube, ich nehme erstmal lieber Holz und Steine. So. Ja, was man jetzt natürlich... ich kann jetzt... Ne, als ob ich einen riesen Sektor eingenommen hätte. Weil ich überall jetzt, ne, ohne große Verzögerung einfalle. Das heißt, ich sollte auf jeden Fall mal darauf achten, dass ich eine vernünftige Infrastruktur hier hinbaue. Aus Lagerhäusern erstmal. Je mehr Lagerhäuser, desto schneller werden die Waren nachher transportiert. Also nicht ein einzelnes, aber wenn es mehrere Waren sind. Die kann ich alle auch noch ausbauen später. So, und dann werde ich mir, ich glaube, in diesem Sektor nochmal eine Holzproduktion aufbauen. Und eine Bauhütte dazu. Mit diesem Außenposten unter eurer Kontrolle bringt ihr diesem Land Frieden. Das hat den Grund, dass hier dann Holz gelagert wird. Das heißt, es muss nicht immer von ganz woanders hergeschleppt werden. Oh, fuck. Nochmal gedreht und dann nicht richtig hinbekommen. So. Das direkt hier anschließen. Immer den Förster in die Richtung, wo ihr nicht bauen wollt. Ne? Also, wenn ich den Förster hier hinsetzen würde, würde er so, ja, das passt aber schon, würde er so hier dieses Gebiet halt quasi eher bauen. Der Holzfäller, ne, wenn ich den hier hinsetze, baut er das hier wieder ab. Das ist okay. Ich würde ihn, glaube ich, trotzdem hier hinsetzen. Der ist ein bisschen schneller. Sägewerk immer möglichst nah ans Lagerhaus ran. Läuft. Bisschen Platz lasse ich hier, damit ich hier später noch eine Fischerhütte anschließen kann. Und jetzt habe ich hier quasi eine Art Außenzweig aufgebaut, ne? Ich habe hier eine Eisenmine. Die werde ich in erster Linie für Steine benutzen. Und zwar so. Und zwar werde ich vorne ein Eisenbergwerk Eisen abbauen lassen. Und die hinteren zwei werden für mich Geologen sein. Dann produziere ich hier ebenfalls Steine und habe alle Baumaterialien, die ich benötige, hier zusammen. Das werde ich jetzt gleich einstellen, bevor ich es wieder vergesse. Und zwar den auf Geologe. Ich habe Geologen noch nicht erforscht. Dazu fehlt mir Prestige. Bekehren wir mal das hier. Und das hier. Dann fehlen mir jetzt noch drei, habe ich noch über. Nochmal drei. So. 1, 2, 3. So, ich werde aber die Folge jetzt an dieser Stelle beenden, weil es dauert noch etwas und wir sind jetzt schon bei 48 Minuten. Das heißt, das wird die erste Episode, wo es einen Cut drin gibt. Ich hoffe, es bleibt bis zum Ende spannend. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in einem Tintenfisch-Augenschlag wieder. Macht's gut, bis später. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich habe jetzt innerhalb von einer Sekunde auf Aufnahme Stopp und wieder auf Aufnahme gedrückt, damit ihr möglichst nichts verpasst. Mein Name ist Joblob, herzlich willkommen zu Let's Play Siedler 7, Part 2 von der 7. Mission. Oh oh. Ja, da hätte ich besser den Cliffhanger hier machen können. Das ist ja spannend. Wollen wir doch mal schauen, ob wir es in 3 Minuten schaffen, das Blatt zu wenden. Das kriege ich nicht, das kriege ich nicht. Das kann ich kriegen. Ah, alles klar, easy. Glaube ich. Also, was ich machen muss, ist, ich muss Prestigepunkte kriegen, und zwar 2 Stufen. Die erste Stufe wird einfach. Die funktioniert so. Aber ich brauche jetzt noch eine zweite Prestigestufe. Dazu wäre es cool, wenn meine Gelehrten gleich ankommen würden. Die nehmen zwei. Das heißt, wenn ich noch ein weiteres Prestigegebäude baue, dann sollte sich das ausgehen. Ich hoffe. Sonst muss ich gleich meine ganzen Steine in den Arsch seilen. Schauen wir mal. Also, sonst könnte ich das jetzt gleich auf. Ich muss ihn überbieten, um halt, ne, beschließt neues Land, dran zu kommen. Großartig. Und wenn ich das eingenommen habe, dann habe ich auch gleich, den, wie heißt es?
Imperator. Wir haben beide 5. Ja. Also es sollte jetzt in beide Richtungen klappen. Das heißt, ich sollte gleich 2 Siegpunkte kriegen. Sollte aber trotzdem noch hinten sein. Wobei, ich glaube, dann kriegen wir beide den Trostpreis. Denkt ihr, ich werde nervös, bloß weil da 50 Sekunden steht? Nein, ich weiß ja, dass sich das jetzt dreht. Hoffentlich. Ja, weil ja. Und euer Reich erfolgreich ausgebaut. Bam! Nimm das Spiel. Damit hast du nicht gerechnet. Ihr habt einen Sieg. So. Ja, läuft. Tandriens Krone wird bald mir gehören. Jetzt muss ich nur aufpassen. Wenn er so viele Truppen hat, heißt das natürlich, dass er hier auch vielleicht demnächst angreifen könnte. Was tun? Ja, ich sollte auf jeden Fall auf Pferde setzen. Pferde sind günstig und stark. Dazu werde ich jetzt als erstes mal eine Pferdezucht bauen, um das Ganze in Wallung zu machen. Nee, das ist nicht gut. Obwohl, vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Hilft mir. Alles klar, zack. Pferdezucht. Dann. Dann brauche ich Waffen. Dazu brauche ich Eisen. Ja. Ich gucke mal auf meine neu eroberten Regionen. Hier habe ich schon eine Eisenmine. Das heißt, die Kohle sollte nicht weit weg sein. Da ist Gold. Das werde ich auch mal abbauen. Wiederum mit 3 Bergwerken. Ich brauche hier mehrere Steine. Ich will mich darum einfach nicht mehr kümmern müssen. Gold, Gold, Gold. Ein Lagerhaus hin. An diese Stelle. Und Geologen da und da. So, jetzt brauche ich aber noch Kohle. Zeig mal, Kriegsführung. Wo ist Kohle? Da nicht, da. Wo ist die Kohle? Such. Da. Hervorragend. Ist hier nur eine Mine? Ja, leider nur eine Mine. Das heißt, das wird ein bisschen eng. So. Ja, das ist die einzige Möglichkeit, wie ich jetzt noch verlieren kann, indem sie mein Gebäude kaputt macht, also mein Hauptgebäude. In dem Moment ist das Spiel natürlich sofort vorbei. So, Dille. Dann werde ich hier mal meine Kaserne hinbauen. Hier habe ich genug Platz. Am besten an diese Stelle. Weil wir wollen ja auch, dass sie keinen weiten Weg haben. Ich könnte auch den nach hier hinbauen. Hier habe ich auch Gold. Am besten ist natürlich immer im Hauptgebäude. Ne, das passt schon. Ich baue sie hier hin. Hier habe ich mein Eisen, hier habe ich meine Kohle. Das läuft auf jeden Fall. Nicht Handel, sondern das. Ich könnte jetzt auch versuchen, das Spiel möglichst schnell zu beenden. Aber dann hätte es ja keinen Sinn gemacht, dass ich einen Cut mache. Lieber. So, hier auf jeden Fall einmal eine Waffenproduktion. Und ich möchte auch eine Münzproduktion hierhin haben. Die Schwerter werden jetzt leider am Arsch der Welt produziert. Das ist nicht weiter dramatisch. Münzproduktion. So, ja, die Bauhütte, die hilft mir auf jeden Fall. Die werde ich ausbauen, genauso wie dieses Lagerhaus. Hier können jetzt, werde ich jetzt, ne, habe ich in der letzten Episode angefangen und habe mir einen kleinen Außenposten, ein zweites Haupthaus quasi gesichert. Oh mein Gott. Doch nicht, war nur ein Anzeigefehler. Ich dachte gerade, ich hätte einen zweiten General gesehen. Schon gut. Ne, das blinkt nur, weil, das ist ja witzig. Achte mal hier auf das Geblinke. Jetzt ist es weg. Jetzt ist da. Ist eigentlich ein Zeichen für einen General. So. Ja, die Schweinereien kommen nicht hinterher, ne? Warum kommen sie nicht hinterher? Was fehlt denen? Getreide? Habe ich eigentlich ein bisschen was über. Aber ich sollte auf jeden Fall mal das ausstellen. Keine Verpflegung. Und das ausstellen. Keine Verpflegung. So, denn ich habe wahrscheinlich ordentlich überproduziert. Brot 46, Bier 27. Ja, es bringt mir nicht viel, da jetzt noch die ganzen Sachen einzunehmen. Weil ich eigentlich alles habe, was ich brauche. Das Einzige, was ich gucken könnte, ist mal hier dieser, na, den Werwolf mal fragen. Ah ne, das Observatorium. Da gibt es einen Siegpunkt, wenn ich den einnehme. Das ist schwierig. Was gibt es hier? Für 10 Pferde, 30 Goldmünzen. Da kriege ich den Sparfuchs. Sparfuchs gibt es nicht, alles klar. Metropole kann ich mir holen. Feldmarschall ja nicht. Spezieller Sektor.
Der war doch hier unten, glaube ich. Na, geh mal weg. Also, da gibt's einen Siegpunkt. Gab's hier nicht irgendwas noch mit Werwolf? Euer Gebäude wurde ausgebaut. Das war letztes Level, ne? Verwunschener Wald und sowas alles. Ja, das war letztes Level. Siegpunkt Sektor. Was kostet das? Lol, nur 8? Ernsthaft? Okay, dann versuche ich das Spiel doch schnell zu beenden. Dann mache ich wahrscheinlich doch keinen Cut. Gucken wir mal. Ja, die Technologien habe ich soweit alle erforscht. Das passt alles. Ja, ich muss entweder Metropole oder Feldmarschall kriegen. Metropole kriegt man am leichtesten durch Lagerhausausbau. Da werde ich schon mal dran arbeiten. Das ist allerdings ein Siegpunkt, den sie mir jederzeit halt wieder wegnehmen kann, wenn sie selber ein bisschen größer wird. Aber wenn man alle Lagerhäuser einmal ausbaut, dann kriegt man eigentlich, ne? Also für jeden Ausbau kriege ich einen Metropolepunkt, weil halt ein Träger mehr da arbeitet. Das ist eigentlich unmöglich, so schnell so viel Metropole für sie zu produzieren, wenn sie nicht genau dasselbe macht, und das glaube ich eher nicht. So. Ich sollte mich ein bisschen beeilen, weil die wird natürlich dann irgendwann über mich drüber rollen. Bäh. Oh. Nee, 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 wenn man nicht alles selbst macht. So, Geologen, 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 Geologen. Passt. Ja, Lagerhäuser ausbauen. Ruhig alle, ne? Kann echt nicht schaden. Der baut schon aus, der baut schon aus. Der baut schon aus. Die schicke ich jetzt los. Senden. Dann sollte ich eigentlich auf der sicheren Seite sein. Sie kann mir natürlich den Sonnenkönig wieder wegnehmen. Dazu braucht sie aber 2 Prestigestufen. Und sie kann mir natürlich die Metropole wieder wegnehmen. Da hat sie sogar einiges gut gemacht. Nicht schlecht. Was für ein Glück, dass man Lagerhäuser zweimal ausbauen kann, nicht wahr? Ja, die sind aber alle noch fast in Ausbau. Also ein paar sind schon gebaut. Da kann man mal schön in der Logistik mal gucken, was hier noch so abgeht. Ja, ich denke, das läuft. Es ist natürlich erstmal die Kaserne dran. Die braucht 20 Steine. Im Moment habe ich noch nicht genug Steine, aber wenn die Geologen hier erstmal ein bisschen Gas gegeben haben, dann geht das relativ schnell. War die Goldmine nicht gerade eben noch leer? Ne, es war die Eisenmine. Die hat schon wieder 3 Eisen drin. Wie gesagt, die Geologen kloppen quasi Stein aus der Wand und finden Eisen. Das heißt, sie produzieren Stein und freschen das hier wieder auf. So, die Kaserne ist jetzt auch fertig. Hier kann ich günstiger Sachen bauen. Und zwar kostet es nur eine Goldmünze, aber auch ein Schwert. Was ich gedacht habe, ist Reiter. Reiter kosten auch nur ein Schwert und 2 Goldmünzen und ein Pferd, sind aber locker 3-mal so stark wie die Pikeniere. Lohnt sich in der Regel immer. Was ich dazu natürlich hier an dieser Stelle vergessen habe, was ich jetzt ganz schnell nachholen möchte. Ach, Mann, 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 das snappt es weg. So, was ich meine ist natürlich Eisenschmelzereien. Das ist bescheuert, dass ich das vergessen habe. Ich brauche aber eigentlich nur eine. So. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Eins erst. Na dann. Ja, wichtig ist eigentlich, dass die Bauhütte hier fertig wird. Die ist schon auf Stufe, auf Ausbau 1 von 2. Das heißt, auf Stufe 2. Gebäudeausbau fertig. Das heißt, ich habe da 2 Arbeiter. Hier habe ich 3 Arbeiter. Das heißt, insgesamt kann ich 5 Gebäude gleichzeitig bauen. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Das merkt man an dieser Stelle. Ja, hier oben ist natürlich noch relativ wenig. Ein neuer Sektor ist unter eurer Kontrolle. Aber ich brauche es eigentlich auch nicht. Euch fehlt nur noch ein einziger Siegpunkt. Ja, ich beeil mich ja schon. Seht ihr nicht, dass wir für eine gerechte Sache kämpfen? Nee, noch nicht. Du warst eigentlich ziemlich aggro und keiner mag dich. Musste mal gesagt werden. Ja, die Siegpunkte, die ich jetzt habe, Imperator, kann sie mir nicht mehr abnehmen, weil sie einfach, ne, durch mein Haupthaus durch muss.
spezieller Sektor kann sie mir nicht mehr abnehmen. Das hier könnte ich machen, aber das war mir ein bisschen zu... Ich weiß nicht. Es ist schon einiges an Armee, was ich da brauche. Wenn ich gleich Pferde baue und ich, ne, dann kann ich das machen. Was ist das hier denn? Der Erfolgsgebiet eines Gegners, die Arbeitsgebäude zerstört und Bäume fällt. Für 16 Geologen? Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Den Spaß wollen wir uns noch gönnen. Vielleicht kommt es noch dazu. Arbeitsgebäude zerstören. Das bedeutet, dass sie Metropole-Punkte verliert. Ich kann es ja nochmal ganz kurz zeigen. Also, es geht um die Bevölkerung. Gebäudeausbau fertig. Okay. Sehr ja. gut. Ich hab's jetzt mit auf jeden Fall. Siegpunkt seid ihr auf dem Weg. Ich muss natürlich trotzdem ihr weiterbauen. Habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Weil ihre Metropole wächst natürlich auch weiter. Das ist ja auch alles noch im Bau. Man sieht das jetzt, ne? Die Lagerhäuser hier sind wesentlich schneller fertig geworden, weil ich hier Holz habe und Steine habe. Gebäudeausbau fertiggestellt. Das macht unglaublich viel aus. Jetzt geht's mal ab hier. Wie viel... Das würde mich interessieren, wie viel Metropole habe ich denn? 107, 3 mehr als sie. Das ist natürlich richtig episch, dass mir jetzt der Wohnraum ausgeht. Also es ist nicht Siedler, sondern es geht... Ah, 64 Träger plus 38 plus 5 plus 1. Also im Prinzip kann ich meine 3 Soldaten abziehen, dann müsste es eigentlich passen. Metropole, 3 abziehen. Ne, ich habe 131. Irgendwas stimmt da nicht. Noch 20 weg. Was kann denn das sein? Die Gelehrten. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Okay, also es geht, die Soldaten zählen nicht und die Geistlichen und die Kaufleute zählen nicht. Alles andere zählt. Gebäudeausbau fertiggestellt. Ja, ich werde hier jetzt nochmal ein paar Gebäude ausbauen. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Ich glaube, die Gelehrten habe ich sogar schon. Ich schicke mir nochmal los. Die werden wahrscheinlich nicht mehr ankommen. Es tut mir auch ein bisschen leid. Das wollte ich nicht. Ich wollte zur Kirche. So. Ja, die Episode wird dann ein bisschen länger. Witzig ist, Gebäudeausbau, ich habe eigentlich einen kleinen Cut gemacht, aber den Cut werde ich jetzt rausschneiden. Weil jetzt noch die letzten, keine Ahnung, 10 Minuten da jetzt noch extra zu senden in der neuen Episode, das wäre Blödsinn. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, dann drückt doch mal auf den Daumen nach oben. Falls nicht, dann schreibt es in den Kommentaren. Versucht es konstruktiv zu machen. Ne? Ihr kennt das ganze Spiel. Wir hören uns nochmal kurz an, was Boss zu sagen hat. Das ist eine Tragödie für Tandrien. Nein, dann seien wir ja nicht melodramatisch hier. Mein Bruder hatte recht. Ihr seid äußerst durchtrieben. An eurer Stelle wäre ich nicht so vorlaut. Ach nein. Durchtrieben? Mein Gewissen ist rein. Ich kämpfe für ein hehres Ziel. Ihr seid Diebe und Banditen. Wer ist er eigentlich auf ihrer Schulter? Ist es das, was sie euch glauben lassen? Das ist die Wahrheit. Wenn ihr denkt, das sei die Wahrheit, seid ihr entweder sehr naiv oder völlig ignorant. Wie auch immer, ich verspreche euch ein böses Erwachen. Ihr werdet ein böses Erwachen haben, wenn ihr erst hinter Gittern sitzt wie euer Bruder. Nehmen Sie doch einfach mit. Fantastisch. Ihr geht als Sieger aus dieser Partie hervor. 192 Münzen. Yay! Ja, 1:11. Das ist die längste Mission bislang. Ich hätte es wahrscheinlich ein bisschen schneller machen können. Ich werde versuchen, mich in den nächsten Missionen etwas zu beeilen. Ja, wie gesagt, den Cut habe ich rausgeschnitten. weil es einfach nicht mehr viel über war. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, teilt es mal, ne? Also ihr könnt so auf Teilen unten klicken. Facebook und so. Google Plus, irgendwo. Versucht, mich mal ein bisschen rumsprechen zu lassen. Weil im Moment gibt es nur sehr wenig Leute, die meine Videos gucken. Und ich stecke da eine Menge Arbeit rein. Und ich möchte halt natürlich gerne mehr Leute erreichen. Deswegen, ja, guckt doch mal, ob ihr mir da etwas aushelfen könnt. In diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Macht's gut. Ciao.